Bastion kann man ruhig zurücklassen, ist kein Problem. In der Tat, sie ignoriert es nur. Ja, ist normal bei ihm, ich war. Ein Vogelkopf und wieder mal. Topf der G, ich weiß nicht genau, was er tut. Cyberdachenbeschwören offensichtlich, das ist hart. Und ein Reflektorlump, irr. Wisst ihr, was voll toll gewesen wäre? Wenn Jagdgründe der Harpien aktiv gewesen wäre. Harpie 3? Warum nicht Harpie 1? Harpie 1 ist immer besser als Harpie 3. Tschüss. Das ist gut. Erstmal die Jagdgründe. Mhm. Dann haben wir hier ein schwarzes Loch. Goodbye, Feld. Dann haben wir hier eine Harpie Nummer 1. RIP verdeckte Karte. Hey, es waren mal keine Schäfchen, es war eine Defusion. Ja, sehen halt. So, und Harpie 1 mit 1800 ATK, Dagge. Aber wenn Jasmine gleich dran war, sollte sich das doch extremst ändern. Zwei Verdeckte, sehr gut. Dann kann Jasmine jetzt richtig aufräumen. Vornehmer, Egotist. Beschwört aus irgendeinem Grund die Harpienschwestern aus ihrer Hand, statt die Harpienschwestern aus ihrem Deck. Dämliche KI. Unglaublich. Dämliche KI. Zerstört ein Limiter Removal. Spielt aus irgendeinem Grund nicht die andere Harpie, um die letzte Verdeckte zu killen, sondern den Vogelkopf, weil klar macht Sinn, warum sollte man noch Harpie in einem Harpien-Deck spielen? Die sind ja nur zur Deko drin. Zugegebenermaßen ist Harpie 3 eher eine Deko als alles andere, aber trotzdem hätte man damit die Verdeckte dann killen können. Selber Drache spezialbeschworen in die Verteidigung, wie süß. Fällt trotzdem in die Fallgrube. Ohne Verdeckte. Tja. Das ist natürlich auch eine Option. Ja, warum nicht? Sicherer, schätze ich. Tschüss, Vogelkopf. Okay, er wird feierlich verurteilt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, die verdeckte Karte zu removen. Dann kill doch mal bitte, was auch immer das da ist. Es ist eine Cyberdose. Och nee. Och nee. Nimm kein Dog. Baby Spieldrache der Harpien. Gegen Proto-Cyberdrache. Mangus-Modus, okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum Zane die Cyberdose überhaupt spielt. Sein Deck ist richtig, richtig negativ aufgebaut für Cyberdose. Da sind so unglaublich wenige normale Monster, die er beschwören kann. Die Cyberdrachen werden durch die Cyberdose nicht beschworen. Wenn er Glück hat, kriegt er damit halt Hex und Proto-Cyberdrache. Wenn er Glück hat, dann muss er aber richtig Dussel haben. Und der Gegner darf dann halt keine Monster haben, die den ja sofort zerstören, weil die kriegen ja im Regelfall auch Monster durch die Cyberdose. Hat halt Cyber im Namen. Still. Nein, wir haben verloren. Tut mir leid, Zane. Macht ja keine Sorgen, Cyrus. Jetzt kann Zane in Ruhestand gehen, weil er hat ein Duell verloren. Mal wieder. So, hi. Bom, 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 bom. Geh einfach mal da hoch. Cyberdosen sind billiger als Cyberdrachen. Sagst du so? Cyberdosen wurden früher komplett gebannt als Cyberdrachen. Ja, und da sind unsere typischen Finalgegner. Dann reden wir doch mal mit Jan Yuki. Die beiden wollten sich unbedingt fürs Finale aufsparen heute. Haben uns nämlich im eigentlichen Turnier überhaupt keine Medaillen angeboten, sodass wir bisher nicht wirklich gegen sie antreten konnten. Aber dann drehen wir mal wieder den Chess auf. Mit Jaden zusammen. Die beiden sind immer die Finalisten, ja, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wie in aller Welt die das angestellt haben. Wahrscheinlich cheaten. Gegen die hartnäckigen Störer und die Macht von Slifer Rot. Bis jetzt haben die uns zugegebenermaßen noch nie wirklich Probleme gemacht. Sie waren mal nervig, aber sie haben nie wirklich Probleme gemacht. Erstmal haben wir wieder Falco, den Schlagersänger. Icarus-Angriff ist schon mal sehr gut. Er holt sich eine Poli. Mal gucken, ob er was poliert. Er holt sich E. Könnte tatsächlich die Poli kommen. Das ist ein Wildheart. Yep, und die Poli. Fusion zu Wild Edge. Edge. Rennt in die Sakko rein. Badum.
Und Icarus-Angriff. Removed auch den Rest von Jadens Unfug da vorne. Doppelbomben. Da war ein TT. Gut, dass er removed wurde. Unsere ist natürlich nicht die allerschönste der Welt. Also wir haben eine Win und da kann ich nicht zu viel gegen sagen. Also direkter Angriff. Tja, Jaden haben wir entfernt. Jetzt müsste Chess das Ganze retten, aber Chess kann nicht viel tun, ne? Sternkaiser geht ins Bett, alles klar. Gute Nacht, Sternkaiser, schlaf schon. Das sind die Finalisten, weil Oja Magic von Chess, ja genau. Zurück zum Anfang. Ach toll. Dann haben wir unsere Win hier nächste Runde wieder. Bodeneinsturz, ja. Können zwei Felder nicht mehr benutzen. Das ist dann wahrscheinlich wieder die komplette Ojama-Kombo. Ah, ne, doch nicht. Fliehender Kamakiri geht raus. Ojama Yellow ist besiegt, aber mit Chizure. Ersatzsoldat. Okay. Gelber Ojama. Gelber Ojama. Ich habe mich gerade schon gefragt, was er mit Ersatzsoldat jetzt großartig wiederholen kann, aber es ist nur ein gelber Ojama, was beeindruckend ist. Und eine weitere Sakuretsu-Rüstung, um diesen Elemental Spookman zu töten. Oh, Win. Wie überraschend. Go Win. Spookman! Zack, bumm, Nummer 1058. Win carried mal wieder. Wie sich das gehört für Win. Spookman! Oh, Topf der Gier. Können wir damit automatisch das Duell gewinnen? Er hat irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, er hat das Feld exakt überhaupt nicht verändert. Naja, ein Ojama Gelb, das ist ja überraschend. Ich frage mich, wo er den hergeholt hat. Außerdem 1850, Win carried mal wieder zum Sieg. Stärkung ist wahrscheinlich Kleinmann, das heißt, an dem kommen wir nicht so einfach vorbei. Aber für sowas haben wir ja noch zusätzlich andere Handkarten, nicht wahr? Das ist nur eine Party, also schwören wir einfach Jinzo. Tschüss Vogelkopf, bis heute nicht benötigt. Kabum! Oh, ich Idiot. Ja, wir hätten auch diese Runde schon gewinnen können. Ich hätte einfach nur Harpien einspielen müssen. Theoretisch hätte das Harpien-Deck nochmal Harpien-Dinge tun können, aber stattdessen habe ich nicht aufgepasst. Naja. Zumindest habe ich nicht unser komplettes Feld geopfert. Chess spielt nochmal ein Ojama Grün. Und er wird... Oh, ist sogar noch ein Gelber, wow. Wird vernichtet. RIP Jazz. Du gewinnst, LP, deines Gegners wurde auf 0 reduziert. Hättest du nie mit Clayman gerechnet? Tja. Predictions, Predictions. Das war's, wir haben gesiegt. Aber es hat Spaß gemacht. Und yay, und Booyah, und überhaupt. Hallo, Kanzler. Lange nicht gesehen. Na, Kanzler? Das ist eine schreckliche Situation. Teil 3 beginnt. Ah! Ja. Und vor allen Dingen, speichere jetzt das Spiel. Achtung, wenn du jetzt nicht speicherst, gehen alle deine Daten verloren. Das komplette Finalturnier müsste nochmal von Null gespielt werden. Good Game Design. Ja. Speichern abgeschlossen. Jo, da wir jetzt sogar noch ein paar Minütchen haben, machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Story-Modus, Teil 3. Go, go, Jazzman. Wie viele Teile gibt's denn? 3. 3 ist das Finale. Nein, ich will die Geschichte nicht hören, wir kennen sie schon. Wir haben das Spiel schon durchgespielt. Da wir Jazzman jetzt mit uns rumschleppen, heißt das, dass wir jetzt zum ersten Mal auch alle Gegner kriegen. Unter anderem steht als allererstes mal wieder Bastion da, wie sie es hat gehört. Wir haben außerdem wieder 6600 DP. Ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz shoppen. Das ist vielleicht ein ganz netter Einschub. Hey Dorothy, ja, ich hätte gern ein paar Karten. Die DP haben wir ja jetzt. Mal wieder. Unter anderem ein bisschen hier, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben normale, seltene Karten. Voll normal. Ich sehe zwar nicht genau, was daran normale, seltene Karten sind, aber gib mir mal noch ein paar normale, seltene Karten. Dieses Pack hat mich bis jetzt eigentlich nicht enttäuscht, muss ich sagen. Im Gegenteil, da waren thematisch sehr nützliche Karten dran. Alle Packs öffnen! Sasuke Samurai Nummer 3. Telia die Sphinx. Silber Kriegsfürst der finsteren Welt. Bronn finstere Welt. Hammerkopf. Schlag Ninja. Magische Marionette. Super elektromagnetischer Voltech-Drache.
Das ist ein schöner Name. Tributexplosion, Artin. Zauberfreie Zone. Oh, Ganyon! Ey, noch mehr Burner-Karten. Schimmerdrache. Oh, haben wir mal einen Schimmerdrachen. Versteckter Soldat. Bodenklappenfalle. Superladung. Letzter Countdown. Der Geki ist gebannt, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Immer noch keine 80% hier draus. Dieses Pack hat echt unglaublich viel. Na komm, gib mir nur noch ein paar. Schibididip, schibididip, schibididip. Ist das da hinten? Quaibas Battle Tower. Ja, irgendwie schon, nur dass er hier von der Corporation ist, von Chess Brüdern. Anführer der Grabwächter. Gesammelte Kraft, blinde Zerstörung. Ich liebe blinde Zerstörung. Geringere Unterwäldler. Und Chaos beherrschender Magier. Trugbild Ritter. Dab, dab, dab. Schnellfeuer Magier. Fusion zur Rückerstattung. Fuma Shuriken. Wenn wir mal ein Ninja Deck bauen wollen. Da ist eine Kampfachse. Und das war's. Ah, ist ja nicht schlecht. Jetzt haben wir 81% davon. Man könnte es einfach echt weiter und weiter und weiter kaufen, ne? Ich habe das Gefühl, das ist auch das Sinnvollste, was wir tun können, ne? Einfach die Punkte weiter hierfür ausgeben. Da sind hier saumäßig viele Karten drin. Und da sind halt auch wirklich gute Karten drin. Displays kaufen. Die Gebrüder von Chess sind nicht unter Quaiba. Soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß, sind die eine eigene Corporation. So, nochmal ein Display aufgekauft. Maske der Verfluchten. Gift des alten Mannes. Maul des dunklen Untergangs. Sonischer Blockierer. Rotäugiger finsterer Drache. Waterpon! Eine Karte für echte Männer. Zyklon Bumerang, DNA-Operation. Wirbelwind, Dingensbummens. Wellendiffusionsdingen. Meragekis. Thaumaturgis der Qualen. Und zu guter Letzt, der Schüler des verbotenen Zaubers. Ah, passt schon. Okay, haben genug Punkte für heute ausgegeben. Danke, danke. Nicht jetzt unbedingt Karten, die dringend ins Harpion-Deck rein müssen, aber doch sinnvolle Dinge. Gegebenenfalls war da irgendwo eine Harpion 1 zwischen, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber egal. Mit dem Deck, wie es momentan ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ihr seid nicht, wenn ich herausfordern will. Wo ist Tanja? Da ist Tanja. Hallo, lange nicht gesehen. Ein Tag-Duell um die Seele dieses Typen hier machen. Ja, ja. Die gehört schon ihm. Sollte sie gewinnen? Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Komm, Tanja. Duell. Muss zugeben, wenn ich das Geld für ein Battle Tower eine Privatinsel und ein Blue Peeps Jet hätte, würde ich genauso handeln. Tag-Duell gegen Stolz der Amazon und Flotte Melodien. Deswegen die Folge, wo sie nicht die Duellakademie für sich gewinnen können, um zu zeigen, dass sie inkompetent zu allem sind. Ja. Fliegen der Kamakiri. Ja, außerdem ein MST ist immer gut. Spiegelwand wird einfach mal sinnlos aktiviert. Weg mit der Amazone. Bonk. Eine verdeckte. Hm. Nee. Die behalten wir nicht. Mystischer Raumtaifun. Attacke. Zerstör nochmal bitte diese eine Verdeckte da. Okay, dann haben wir eine Cyber-Hub hier. DT könnte gefährlich sein zu spielen, aber wir tun es trotzdem mal. Und dann volle Breitseite. Das Einzige, was jetzt gefährlich wäre, wäre, wenn Bastion tatsächlich versteht, dass er seine Hydrogenon sinnvoll benutzen kann. Schauen wir mal. Dass die KI das versteht, ist eher unwahrscheinlich. Bastion am Zug. Bastion spielt etwas in der verdeckten Verteidigung. Und eine mal die verräterischen Schwerter. Die können wir direkt mal zitten, bevor die KI es nicht tut. Zitt. Brüder durch Plot-Arm mit ATK 0 Deck besiegt. Ja, ja, ja. Dies. Geskriptete Duelle sind immer super. Tornado-Vogel.
gibt uns unseren TT wieder auf die Hand zurück. Das ist ja schrecklich. Kann ich Evelyns keine Dummheiten damit machen. Grundsätzlich gar nicht so schlimm. Nur zwei direkte Attacken. Das sieht nicht gut aus für Bastion und Tanya. Tanya im Zug spielt eine amazonische Kämpferin, weil sie nimmt ja keinen Kampfschaden. Da kann man so ruhig im Angriff spielen. Kamakiri zerstört und Jasmine entscheidet sich für einen neuen Kamakiri. Warum auch nicht? Macht jetzt auch nicht den Riesenunterschied. Dann möbieren wir doch mal. Flupp. Das Feld wurde damit offiziell möbliert. Und dann kennen wir diese Verdeckte und jene Verdeckte. Ja, hätte sie jetzt auch noch aktivieren können. Moment. Wir greifen mit der Cyber ab hier zuerst an. Und dann macht Möbius einfach den finalen Schlag. Kabum! Ja, Tanya, hätte ich mal nicht mit Bastion zusammentun sollen. Ich hab's einmal versucht. Das war nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. 332 DP erhalten. Das tut ihr allerdings gut. Größter Dualand, wunderbares Duell, vielen Dank. Ich denke auch, wir haben gute Arbeit geleistet. Dann können wir da immer weitergehen. Wer ist der Nummer 2? Nummer 2 ist Chessington. Speichern abgeschlossen. Nö. Mr. Chessy McChessington hat sich wieder mit dem größten Detektiv aller Zeiten zusammengetan. Bäh, hä, keine Antwort. Bäh, Hacker, ich gucke ihn doch noch nicht mal an. Hey, Donsalog, lange nicht gesehen. Der große Detective, der sich aber stattdessen entschieden hat, einfach Tag-Duelle zu machen, anstatt irgendeinen total komplizierten Ich-bin-ein-Detektiv-Scheme abzuziehen. Den die Leute dann auch noch glauben. Gegen hartnäckiger Störer und dunkler Skorpion, Einbrecher. Tja, wenn beide keine Angriffspunkte haben, ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Was ist das denn? Ach, sie spielt tatsächlich ekstatisches Funkendreieck, oh mein Gott. Ich glaube, das ist bis jetzt die schlechteste Hand, die Jasmine jemals hatte. Nö, das beste Hab hier. Okay, ein Topf. Schmeißen wir nochmal einen Topf aufs Feld. Gucken, ob er kleben bleibt. Ah, guck mal. Schau mal, ist der Effekt von Topfdecke uns Terraforming zu geben. Und dann können wir Terraforming aktivieren. So funktionierte das. Dann aktivieren wir einfach mal Jagdgründe der Apien. Und in diesem speziellen Umstand ist die Cyber-Apie tatsächlich erstmal besser. Unser Log sieht auch sehr vertrauenserweckend aus, nicht wahr? Es war eine Saku. Ha, ha. Komm, Cyber-Apie, hau raus. 2000 ATK. Meint ihr, jetzt wo wir eine Apie haben, wird der Spieldach der Apie mal benutzt? Unglaublich. Greift damit auch an. Zum Glück sind es nur Ojamas bei Mr. Chaz. Glück gehabt. Ein Lufttantentanz. Ja, Blitzeinschlag. Okay. Kann man nichts machen. Zum Glück haben wir noch Ersatzharpien. Ja. Können sogar. Können wir sogar. Tun wir das doch, ne? Aber du kannst nur spezial beschworen werden, wenn wir vorher den Magotist benutzen. Dann wird Zeit für eine Party! Party, Party! Kommen wir so selten zu. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir den Lufttantentanz hier tatsächlich sinnvoll benutzen können. Zack, weg! Zack, weg! Ach, das eine ist ein MST. Das... Okay. Killt uns aus irgendeinem Grund die Jagdgründe, anstatt unsere hysterische Party zu killen. Klar, KI, die Jagdgründe waren noch viel wertvoller. Naja, dann liegt da hinten halt noch eine verdeckte Karte. Ist mir egal. Wir hatten hier einen Babyspieldrachen der Harpien. Den wir jetzt mit zwei Harpien dazu benutzen können. Außerdem könnten wir noch einen Babyspieldrachen haben, wenn wir wollten. Wir greifen erstmal an, würde ich sagen.
Was haben wir denn da Feines? Nichts, was sich aktiviert. Dann lassen wir das doch, ne? Müssen wir den anderen Spiel doch noch gar nicht erst beschweren. So, 2700. Spieldrache. Nom nom. Du gewinnst! Quellbonus. Tja, der unser Log. Dich war wohl nix, wa? Das kann nicht sein! Ja, ist aber so. Und tschüss. Wir sehen dann definitiv auch einen neuen Gegner noch, den wir bis jetzt noch überhaupt nicht kennen. Aber erstmal haben wir hier noch Klein Cyrus, der sich mit Abydos, dem dritten, dem deutlich schlechteren Pharao, zusammengelegt hat. Also gut, auf Install gegen Abydos. Wollen wir beginnen? Irgendwo haben wir hier dann nämlich Kamula, die mit Zayn zusammen duelliert. Die konnten wir ja nicht sehen, weil wir Zayn beim letzten Mal als Tag-Partner hatten. Dementsprechend ist Kamula einfach nicht gespawnt. Majestät und dieselbe Methode gegen die Ersatztanten. Okay. Gute Hand. Uff. Naja, immerhin. Eine Harpie. Besser als keine Harpie. Garde des Pharao. Wunderschön, Abydos. Du hast immer die besten Karten. Und der erste Sarkophag. Das ist natürlich nervig, den in Turn 1 schon zu sehen. Aber in Cyrus' Zug kann ja kein Sarkophag gespielt werden, was wiederum sehr positiv für uns ist. Tja, Taktik des Massenangriffs. Tja. Ich könnte. Sure. Schwerer Sturm. Bom, 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 bom. Und weil ich heute total verschwenderisch drauf bin, schwarzes Loch. Bom, bom, bom. Und dann spielen wir Garuda, den Windgeist. Tschüss, Harpia. Bist gerade unbenötigt. Und dann spielen wir Wynn mit ihrem Vertrauten. Und dann hauen wir einfach mal ein bisschen drauf. Schön, dass Cyrus weiß, dass er seine Methoden nicht wechseln sollte. Das ist immerhin so erfolgreich als Irland, nicht wahr? Ich meine, interessanterweise hat er kein Fusionsdeck. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was in aller Welt. Jasmine ist dran. Trifft einen Diener des Pharaos. Weigert sich mal wieder ein Babyspiel daran zu spielen, obwohl sie zwei davon hat und eine Sakko, um ihn zu beschützen. Wer zu viel verlangt. Schwerter. Boah. Und noch zwei Verdeckte. Mein Gott. Cyrus, übertreib's noch. Schnappstahl. Tja, dann setzen wir mal eine Kriegerin und das war's dann wohl. Ärgerlich. Warum auch mit Vehicroid-Karten? Die haben noch keine nützlichen Fusionen. Ja, eben. Riesige Axtmumie. Mhm. Könnte gerne mal in diese Sakko reinlaufen. Kabumm. Mein Gott, sind das viele Verdeckte. Aha! Ja! Kann ich mal mit einem sinnvollen Top-Deck. Schwerer Sturm! Ja, das ist ein ziemlich sicheres GG. Wir haben Barbaroid. Irgendwie so. Keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie so. Du gewinnst! Ja, Abydos. Hast dich ja wieder gewehrt bis zum Geld nicht mehr. 369 Punkte für uns. Eine 5-Roid-Fusion, 5K-Beat-Stack. Ah ja. Das ist, warum ich einer der Schattenreiter geworden bin, weil ich in meinem Leben kein gutes Duell geführt habe. Also habe ich die Ewigkeit umschritten, um ein gutes Duell in meinem Leben zu haben. Und jetzt bin ich glücklich für immer. Das ist seine Geschichte. Dann überschreiben. Nee, nee, passt schon. Speichern abgeschlossen. Alexis hängt am Vulkan rum. Ach ja, stimmt, die stehen ja oben. Alexis mit einem entsprechenden Bruder. Nick Trout, lass uns ein Duell machen. Einsatz ist dieses Mädchen hier. Mhm. Kennt niemand. Sind noch in keinster Weise verwandt, haben wir gleich beim letzten Mal schon gesagt. Papier ist okay. Ha! Papier gewinnt immer in letzter Zeit. Go Papier. Hervorragende Schauspieler und maskierter Finsterdrache. Mal gucken, ob wir mal was von Nightshrouds Deck sehen. Beim letzten Mal, als wir uns gegen Nightshroud duelliert haben, war das Spiel, glaube ich, in drei Spielzügen beendet.
Oh Gott, Jasmine hat nicht mal ein Monster, das sie spielen könnte, selbst wenn sie wollte. Ich nehme zurück, dass sie beim letzten Mal ihre schlechteste Hand hatte. Theoretisch hätte sie sogar eine Saku gehabt, die hat sich geweigert, die Saku zu spielen. Oh, die dumme Nudel. MST, ja. Ja, komm, warum nicht? Schnappstahl! Schnapp! Ja, kein Schnapp. Wäre zu schön gewesen, schätze ich. Gut, dann verräterische Schwerter. Und dann hab ich eins. Hau mal diesen komischen Speerdrachen da weg, der stört auf dem Feld. Ein Face. Stärkung. Okay. Gebieterischer Dritter. Leider eine Verteidigung. Tick-Tack 1. Oh, was? Gebieterischer Ritter? Wie überraschend. Tomate im Angriff? Okay. Will scheinbar gerne gekillt werden. Ah, sehr gut. Spalt. Tschüss, Tomate. Niemand mag Tomaten. Ja. Kann man mal machen, ne? Jinzo! Jins go! Und dann hätte ich gerne noch ein bisschen Damage auf dem Feld, also feuerliches Begräbnis. Willkommen zurück, HP1. Hau das Ding nochmal weg, Jinzo. So nah an einem aktiven Vulkan zu duellieren, kann ich gesund sein. Ja, theoretisch müssten alle unsere Klamotten in Flammen aufgehen und unsere Organe von innen gebraten werden, einfach nur weil wir so nah an der Lava permanent stehen, aber egal. Okay, mehr Harpien. Das ist nice, nämlich aufgrund unseres Babyspieldrachen, den wir noch auf der Hand haben. Okay, okay. Ich bin beeindruckt. Flint. Flint ist natürlich nervig. Ich bin schwer davon ausgegangen, dass Jasmine unseren Jinzo opfert, aber sie hat es nicht getan. Mapi wird leider gekillt. Das ist natürlich eher schlecht. Ah, das ist aber gut. Das wiederum ist sogar ein sehr guter Top-Deck. Ja, tut mir leid, Babydrache, aber ist dann so, ne? Goodbye. Hit. Bottleface. Dann beatsticken wir mal weiter mit unserer Abwehr drauf. Schwupp. Ja, verdeckte. Ich meine, still. I guess. Ich schätze, das war eine gute Entscheidung. Still. I don't know about that. Und natürlich ein gebieterischer Dritter. Komm, Garuda, greif an. So, Nightshot hat nur 3 Karten. Ja, ja. Brauchen wir nicht unbedingt spielen. Das geht aber nicht. Zumindest nicht, wenn wir gewinnen wollen in diesem Zug. Es ist rotäugiges schwarzes Küken. Okay, dann. GG Nightshot. Man hat immer noch nicht wirklich was von seinen finsteren Drachen gesehen, aber dead ist er trotzdem. Allgemein diese geniale Idee, eine Schule auf einer Insel mit einem aktiven Vulkan zu bauen. Nicht wahr? 405 Punkte. Wunderschön. Oh, Alexis! Und wieder einmal wurden sie davon teleportiert. Und ward nie wieder gesehen. Ja. Und jetzt gibt's auch keine Gegner mehr. GG. Das heißt, der nächste Gegner ist wieder mit unserem besten Lehrer der Welt zusammen. Und das am Hafen, ziemlich sicher. Kennen wir schon vom letzten Mal. Der wird ja nicht auf der Karte angezeigt. Die hätten Crawler ruhig auch mit auf der Karte anzeigen können, wenn sie ihn hier schon als Duellanten einbauen, sodass man ihn nicht extra suchen gehen muss. Nichtsdestotrotz haben wir erfolgreich 10:30 erreicht und sind damit durch für heute. Beim nächsten Mal beenden wir Teil 3 dann mit den Harpien im Schlepp. Das Finale wird lustig mit Harpien. Ich bedanke mich bis dahin erstmal vielmals fürs Zusehen
Wir sehen uns wieder wahrscheinlich am Sonntag. Bis dahin. See ya.